In diesem Video rechne ich eine kleine Aufgabe zur Binomialverteilung vor. Ich werde das mit einem Taschenrechner machen, mit dem Grafikrechner von Texas Instruments. Ich werde auch zeigen, wie das dann geht, wie man das eingibt. Ich gehe übrigens davon aus, dass du die Grundlagen kennst, dass du die Binomialverteilung, Bernoulli-Formel, dass du das schon mal gesehen hast, weißt, wie das ungefähr geht. Diese Aufgabe ist einfach eine Übungsaufgabe für dich, dass du nochmal kontrollieren kannst, das mit mir zusammen durchrechnest und ein bisschen Sicherheit gewinnst. Aufgabe ist eine ganz typische Standardaufgabe zu diesem Thema. Kugelschreiberhersteller weiß, dass 3% seiner Kugelschreiber defekt sind bei der Produktion. Und jetzt werden hier verschiedene Wahrscheinlichkeiten abgefragt. Also zuerst mal von 15 Kugelschreibern, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass keiner defekt ist? Also eine Stichprobe von 15 wird genommen, keiner soll defekt sein. Dann, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass von 25 Kugelschreibern, also Stichprobe ist 25, dass mindestens 2 defekt sind? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass von 50 Kugelschreibern höchstens 2 defekt sind? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl der defekten Kugelschreibern bei einer Stichprobe von 100 mindestens 2 und höchstens 4 ist? Also wir gucken mal auf die Aufgabe A. Da haben wir ein n von 15. N gleich 15. Das p ist ja immer gleich, nämlich 3%, also 0,03. Die Anzahl der kaputten Kugelschreiber ist eine Zufallsvariable, meistens mit x bezeichnet. Also können wir sagen, gesucht ist die Wahrscheinlichkeit für x gleich 0. Ja, keiner soll defekt sein bei 15. Die Schreibweise ist auch oft so, dass man sagt b, groß B, dann unten 15,0,03 und 0. Das n ist 15, p ist 0,03 und b steht dafür, dass genau 0 Treffer gesucht sind. Dann hole ich jetzt mal den Taschenrechner raus. Also zunächst mal sehen wir hier ein leeres Dokument und es ist sehr einfach einzugeben. Also wir müssen erstmal auf Menü, dann Wahrscheinlichkeit, Verteilungen und jetzt brauchen wir den Befehl Binomial PDF. N ist die Anzahl der Versuche, also 15. Wahrscheinlichkeit 0,03, 3% und als x-Wert die 0. Und dann spuckt er uns auch schon das Ergebnis aus, nämlich 0,633, also 63,3%. Also können wir direkt hier hinschreiben, ist gleich 0,633. Jetzt kommt die Aufgabe B. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass von 25 Kugelschreibern mindestens 2 defekt sind? Also das N wäre jetzt 25, P immer noch 0,03 und jetzt mindestens 2. Man könnte das so schreiben, dass die Wahrscheinlichkeit für die Zufallsgröße x größer gleich 2. Das heißt, 2 oder mehr, es werden jetzt mehrere Wahrscheinlichkeiten zusammengerechnet, Wahrscheinlichkeit für 2 Defekte, für 3 Defekte, für 4 Defekte und so weiter. Auch das ist sehr leicht in den Taschenrechner einzugeben. Ich mache das mal. Wir brauchen jetzt einen etwas anderen Befehl, nämlich den Befehl Binomial CDF. Wieder ins Menü. Wahrscheinlichkeit wie vorher, Verteilungen. Und jetzt nehmen wir den Befehl Binomial CDF direkt darunter und er zählt jetzt Wahrscheinlichkeiten zusammen. N ist 25, Wahrscheinlichkeit bleibt gleich mit 3% und jetzt sagen wir untere Schranke und obere Schranke. Die untere Schranke ist 2, die obere Schranke ist 25. Das kann alles zwischen 2 und 25 sein. Und dann kriegen wir welches Ergebnis raus? 0,172, also ungefähr 17,2%. 17,2%.
ungefähr 0,172. Hier muss ich auch noch Rundungszeichen machen. So, das Prinzip bleibt jetzt immer gleich bei der Aufgabe C. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind von 50 Kugelschreibern höchstens 2 defekt? Also, wir haben n gleich 50 und p wie immer 0,03. Und wir können das so schreiben, p von, die Zufallsgröße x ist höchstens 2, also 2 oder weniger, sagen wir kleiner gleich 2. Auch das gebe ich nochmal in den Rechner ein. Wie immer Menü, Wahrscheinlichkeit und Verteilungen. Und wir brauchen wieder den CDF-Befehl. So, jetzt haben wir 50 Kugelschreiber, also n gleich 50. Und Wahrscheinlichkeit bleibt gleich. Untere Schranke ist 0, obere Schranke ist 2. Wir gehen von 0 bis 2, höchstens 2. Und da bekommen wir 0,811 gerundet raus, also 81,1%. Können wir direkt hinschreiben, ist gerundet 0,811. Dann noch die letzte Aufgabe. Mit welcher Wahrscheinlichkeit beträgt die Anzahl von Defekten bei 100 Kugelschreibern mindestens 2 und höchstens 4? Das mal jetzt hier nach rechts. Also n ist 100 und p wie immer. Und jetzt brauchen wir die Wahrscheinlichkeit von mindestens 2 und höchstens 4. Wir können das x in die Mitte schreiben, hier die 2 und da die 4. Mindestens 2, also x soll größer gleich 2 sein. Größer gleich und kleiner gleich 4. Also in die gleiche Richtung, dieser Schnabel, und auch das geben wir in den Taschenrechner ein. Immer der gleiche Weg. Und jetzt brauchen wir n gleich 100, Wahrscheinlichkeit 0,03, und untere Schranke ist jetzt 2 und obere Schranke ist 4, von 2 bis 4. Und da kriegen wir raus 0,623, 62,3% gerundet. Also ist gerundet 0,623. Stimmt das, was ich da geschrieben habe? 0,623, ja. Und damit ist die Aufgabe fertig.